Ah, okay, wieder eine Pflanze reparieren. Also wenn man so einen Auftrag erhält, wie war das, ins Familieninventar gucken, genau, da ist dann der Pflanze. Den stellen wir dann mal hier hin. Für die einen oder anderen, die sich wundern, zum einen kein Platz, zum anderen dachte ich mir zwei Staffeleien, weil die Leute ja sehr, sehr künstlerisch sind. Und eine im Freien, gleich wie mit dem hier, damit man halt so im Blick halt nicht eingeengt ist und halt schön arbeiten kann im Freien. Dachte ich mir, wäre eine nette Idee. So, dann kann sie mal den Fernseher reparieren, den kann sie dann wieder zurückschicken. Ich glaube, wir kriegen dann 500 für das Teil, für das Reparieren vom Fernseher. Selbstgespräche führen im Park, das kommt immer gut. So. Teller nehmen, oder ist man einfach irgendwo mit, ne? Und ansonsten kenne ich eigentlich kaum Nachbarn, also sieht jemand, kennt zumindest kaum Nachbarn. Will ich auch ehrlich gesagt nicht. Oh, da liegt ein Picknickkorb, nehmen wir uns was zum Essen. Nom. 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 Aber ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir das Ganze ein klein wenig aufpeppen können. Und zwar sagen wir, Goma erledigt das. Handy. Zigiwa. Shaziga du hug. Liashni makfu. Triabli kan stu yasta. Steve. Partyveranstaltung, glaube ich, war das. Ah, die Innenarchitektin steht sich blind. Er malt! Oh mein Gott, was malt Reaper da? Irgendwas. Das erinnert mich so ein klein wenig an diese kranken Kindergemälde. Ja, weiß nicht, ob ihr das kennt. JB Kaname Madoka Kurogane Reaper kommt auch dazu. Ja, dann haben wir mal alle und wir sagen, jetzt ist es. Die Party beginnt um 15 Uhr. Nee, da kann nicht jeder. Muss man drauf schauen. Schauen wir mal, ob es um 16 Uhr geht. Nee, 20 Uhr hat da jeder Zeit. Kann man da irgendwie nachschauen, wann wer Zeit hat? Einweihungsparty, ungezwungene Kleidung. Ah, okay, das hat noch gefehlt. Also sagen wir mal 18 Uhr. So um 6 Uhr machen wir eine kleine Party. So. Wunderbares Essen servieren. Freundschaftlich umarmen. Ich weiß nicht, wie das mit dem freundschaftlich umarmen geht. Anhören, okay. Sie repariert. Müssen wir schon. Also ich würde das dann eher größtenteils hier im Garten abhalten, die Party. Mich würde auch interessieren, wie es möglich ist, dass man das Grundstück ein klein wenig vergrößert. Das geht, glaube ich, über Stadt bearbeiten und ich habe bisher leider nicht so gecheckt, wie das funktioniert. Ach, guck mal, sie schaukelt. Hui! 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 Aber ganz alleine. Hey, ihr alten Ficke, Schleichtank! Hui! Das brauchen wir. Das brauche ich. Ich brauche ein großes Gemeinschaftsgrundstück für die Leute, wo ich einen riesen Spielplatz für alle baue. Das wäre doch was. Das könnte ich ja in der näheren Nachbarschaft machen. Und zwar kann man ja mit Stadt bearbeiten. Das einzelne Haushalte komplett. Ich könnte jetzt zum Beispiel das Haus hier komplett löschen, nur das Grundstück übrig lassen und könnte ja einen mega fetten Spielplatz hinbauen. Das wäre doch eine Idee. Schicken wir nach Hause. Was macht er hier? Er schläft noch. Reißen wir mal ganz unangenehm aus dem Schlaf. Sie repariert noch den Fernseher. Ja, so. Ist, glaube ich, eigentlich irgendwie egal. Sollten wir, glaube ich, nur rechtzeitig kündigen, weil ansonsten kriegt sie Probleme. Schlechter Empfang. Okay, dann gehen wir da den Fernseher zurück und können dann gleichzeitig danach auch kündigen.
Okay, wenn der Fernseher repariert ist, dann müssen wir ihn wieder ins Familieninventar legen. Geht das jetzt? Ja, genau. Dann legen wir jetzt ins Familieninventar und sagen zu ihr dann auf der Stadtkarte, bring den Fernseher zurück und danach soll sie mal ihren Job kündigen. Also, dann könnte man sich gleich noch als selbstständig als Malerin engagieren, also registrieren und dann schicken wir mir sie mal dorthin. Schauen, was hier im Park abgeht. Immer noch alleine schaukeln. Haben wir hier irgendwo irgendwelche Bekannten? Nee. Also das müsste ich eigentlich auch mal machen. Ich könnte den Park noch ein wenig überarbeiten. Das sollte ja auch gehen. Ich glaube, ich den Stadtpark müssen wir eigentlich fast so lassen, weil das passt super rein. Aber ich bin wirklich mit der Idee am Überlegen, Spielherrn, dass ich hier irgendwo, also das Grundstück hier habe ich schon geräumt, dass ich dann irgendwo hier kündige, dass ich dann hier irgendwo einen Spielplatz hinknall, vielleicht am ehesten, nein, hier nicht, das ist zu groß, das wäre glaube ich noch die richtige Größe, das sehen wir dann beim nächsten Mal, ja. Und jetzt haben wir eine neue Karriere, und zwar Farbspritzerin, nein. Also das zählt dann als Karriere und man hat dann viel weniger Probleme. Eine Waschmaschine, dann müsste ich aber das ganze Haus umbauen, aber wir haben eigentlich eh genug Simoleons. Okay. Oh. Apfelsamen, Weintraumsamen. Wo hat sie die Samen auf einmal her? Seltenheit gewöhnlich. Der zockt hier. Fadi könnte dann mal ihre Skizze fortsetzen, damit Goma mal ein bisschen weiterarbeiten kann. So, schauen wir mal, was ist das hier? Was sind wir hier? Machen wir mal durchsuchen. Kann man hier einfach, also ich kann mir auch die Skizze nehmen. Kannst du Objekte kaufen und verkaufen? Ich schneide sich Objekte verkaufen und zum meisten wollen wir uns damit. Okay. So, dann machen wir nochmal Skizze nehmen. Also ich glaube, die können wir dann ganz einfach wegnehmen. Was ist mit der los? Okay, haben wir einfach mal das Ding genommen, was sie irgendwer gezeichnet hat. So. Und die Zange mal durchsuchen und dann vielleicht kaufen. Schauen wir mal, was sie uns so anbietet. Also ich war bisher auch offscreen noch nicht hier drin. Was reden die da wohl? Trinkendes Lama. Eisen. Ah, okay. Aufziehtentakel, schwebende Ente. Rauchquarz. Da wäre eigentlich das mit dem Stein gewesen. Palladium, Regenbogenstein. Wow. Kommissionieren. Ah, okay. Da kann ich dann Sachen anbieten und die können dann verkauft werden. Ah, interessant, also gut zu wissen. Wir können da oben eigentlich auch mal Profisportlerkarriere. Nein, ich glaube nicht, Sir. Schauen wir mal hier. Also irgendwann wird bald die Party starten, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ich hoffe, wir haben. Das geht sich hier noch aus. Ich sollte langsam mal was essen. Die Party von Goma geht bald los. Vielleicht solltest du langsam mal etwas vorbereiten. Okay. Ich werde mal essen, dann wird hier duschen und aufs Klo gehen. Goma sollte dann vielleicht auch noch aufs Klo gehen. Und
und ein Snackbrot mit Marmelade. Und dann kaufen wir mal einen Buffettisch oder so. Draußen. Genau, so ein Buffettisch, den können wir hier hinknallen. Ja, kommen wir hier hin. Dann vielleicht noch infernale Geburtstagskuchen. Nee, Picknickkorb. Flatterwindwäscheleine. Nee, machen wir mal Fußball oder machen wir das Ding hier mal her. Dann können die Leute einen kleinen Trick spielen. Die flinke Stange. Oh, 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 oh. Ein Trampolin. Yeah. Oh, gib mir Trampolin, Trampolin, ich will Trampolin. Nein, warum nicht? Ich hoffe, das Grünzeug wird hier mir nicht zertrampelt. Schau mal, wenn ich hier draufklicke, servieren. Wow! Ja, okay, es wird ein bisschen teuer, aber egal. Dafür haben wir mal die ganze Nachbarschaft eingeladen. Ich glaube, dann wird es auch ein klein wenig interessanter, weil momentan ist hier echt überhaupt nichts los. Man hofft die ganze Zeit, dass irgendwas passiert, aber es passiert nichts. In der Haushalt ist, glaube ich, noch ein klein wenig zu normal. Ich habe dann eh noch einen anderen Haushalt geplant, zu dem wir dann demnächst wechseln. Okay. Das werden dann die Derps. Hikari, die mir letztens unterstützt hat, kennt die Derps schon. Die habe ich bei ihr erstellt. Die will ich hier dann auch erstellen. Das ist eine ganz, ganz bezaubernde, nette Familie. Ich glaube, mit der werden wir dann sehr, sehr viel Spaß haben. Also. Es wird auf jeden Fall nicht uninteressant mit den Derps werden. Okay. Und die quatscht hier oben im Lager noch. Okay. Ja. Oh, sie könnte Poltergeister jagen. Ah, Nashi, my lord. Nimmt sie sich mal die Skizze und haut sich danach aufs Ohr. Da extrem schlau. Moment, davor sollte sie noch aufs Klo gehen. Weil nicht, dass dann vielleicht ein Alert passiert. So, guck mal. So. Okay. Oh, da kommen die Leute schon. Mit Susan plaudern? Nee, auf links, so. Nein, danke. So. Oh, da kommen sie schon alle. Ja, kaum ist die da, schon fängt sie an zu arbeiten. Okay. So, man geht doch nicht in einen fremden Haushalt und fängt dort an, Skizzen zu malen. Heißgetränke servieren. Okay. Was, dann haben wir hier mal Hilfe. Okay. Einen Teller Herbstsalat holen. Gefüllt Truthahn essen. Oh, das geht ja nicht schön. Hast du schon das Monster von Loch Ness gesehen? Pichu! Yeah! Ja. Und dann war da das Feuer. Das Feuer sieht aus irgendwie wie eine Quietscheente. Und wenn du diese Quietscheente Feuer hast, brauchst du dann eine Feder von dieser Quietscheente Feuer. Und damit kannst du dann voll die fette Party machen und so. Ich frage mich, wann er anfängt über Met zu reden. Wann kommt der Met? Wann kommt der Met? Das Ganze ist dann so theatralisch und so voll krass. Ah, hey, die spielen eine Runde. Nett. Okay. Schalalala. Der Mensch führt Selbstgespräche. Und wo bin ich überhaupt hin verschwunden? Hä?